Remember all those years ago when you couldn't sleep? Remember the dream? Pisstölchen. Hund mit Blasenschwäche. Ein Pisstölchen. Hast du verstanden, ne? Hast du Pisstölchen? Ja. Jedenfalls. Nee, es gibt echt so viele Pfosten im Internet. Aber auch im Real Life. Aber vor allem im Internet halt. Weil wegen hier, ja, Anonymität und so. Da kann ich dir sagen, bei dieser schönen südamerikanischen Klänge. Diese Kacke. So, jetzt sind wir hier. Ja. Oh, das war sehr gefährlich. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt habe ich mir gedacht, guckt mal. Ich rede gleich weiter, sehr wahrscheinlich, wenn wir am Bauen sind. Da wird sowieso gelabert, labert, labert. Warum hängt da hinten eigentlich auf dem Baum? Was habe ich da gebaut, Alter? Ich habe bestimmt gesoffen dafür. Naja. Wenn man sich mal das anguckt, ja. Wir haben jetzt hier ein dreistöckiges Haus. Warum eigentlich? Ja, ich meine... Das ist viel zu fett da oben, der Teil. Der Teil ist sau unnötig, ja. Das hier, die ersten zwei Stockwerke sind super. Da brauchen wir auch diese Kack-Fernsehecke nicht mehr und so. Ich habe mir gedacht, wir reißen einfach das komplette Dach ab. Das ist übrigens kein Witz, ne? Wir reißen das komplette Dach ab. Das ist viel zu laut, Alter. Fuck you. Ja. Jedenfalls, wir reißen das komplette Dach ab. Und ein Großteil vom dritten Stockwerk. Und bauen das dann komplett anders. Also das hier mal nur auf zwei oder zweieinhalb Stockwerke. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Da hinten machen wir vielleicht ein Dach drauf. Mal gucken. Das hier kommt weg. Das hier kommt weg. Also unser Feld da. Das möchte ich nicht mehr hier in der Mitte haben, weil da geht uns saumäßig viel Platz weg. Und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir das da unten irgendwo hin machen. Da unten hin. Da unten hin. Könnte ich mir gut vorstellen. Die Kühe und die Kakaobohnen weiß ich nicht. Die Kühe vielleicht neben dran. Oder mal gucken. Und dann hier noch ein Haus hin. Und dann vielleicht hier noch ein Häuslein hin. Und da vorne, wo eh schon irgendwann mal eins gestanden hat, noch eins hin. Dann brauchen wir auch nicht so weit da nach hinten rauszugehen. Ja, wir gehen dann... nicht bis da unten hin. Wir gehen da nicht irgendwie bis da hin. Sondern einfach nur noch bis hier. Etwa bis die Baumreihe hier anfängt. Und können hier dann noch zwei, drei Häuser hinstellen. Und das hier. Weil da hätten wir ja Platzprobleme bekommen. Und das hier machen wir auch ein bisschen größer und bauen das dann hier etwa hin. Wo jetzt das Feld ist, kommt halt der Brunnen, also diese Dorfmitte hin. Und da das dann scheiße aussehen würde, wenn man da hier so kleine Häuschen, wie soll ich das beschreiben, halt so kleine Häuschen einfach hinstellen, wie so ein kleines Dörfchen halt mitten auf dem Berg, da passt so ein Haus einfach nicht, ja. Wir werden auch hier vielleicht ein bisschen was verändern, obwohl ich das eigentlich ganz schön finde. Laber, Alter, ist laut. So. Ist mir jetzt egal, vielleicht ist es zu leise, ist mir Wumpe. Naja, jedenfalls, ne, so ist das halt. Dann haben wir auch das hässliche Ding hier nicht mehr, dass das hier so irgendwie am Fenster klebt. Die Küche machen wir anders, das könnten wir anfangen. Das könnten wir wirklich anfangen jetzt. Wir machen jetzt mal eine richtige Küche. Küche, ich kann das Wort nicht aussprechen, tut mir leid. Ja, und weil hier eine Dreierdeckenhöhe reicht ja vollkommen, ja. Und dann reicht auch hier die Dreierdeckenhöhe. Und dann brauchen wir das hier nicht. Weil, ja, es ist einfach zu groß. Wir haben hier ein Schlafzimmer. Ich meine, das ist zwar ganz schnieke hier mittlerweile, aber uns geht hier verdammt viel Platz flöten, den wir nicht brauchen. Hier unten ist auch irgendwo unnötig und so. Da bauen wir hier das Bett hin. Und dann reicht das schon. Ich habe ein Bett. Wo ist mein Bett hin? Ach, mein Bett ist weg. Naja, egal. So wertvoll ist ein Bett jetzt auch wieder nicht. So. Es wird lustig. Wir gehen erstmal einsortieren. Ja, das wird jetzt ein bisschen baulastig hier. Aber wie gesagt, deshalb jeden Tag ein Videöchen. Habe ich jetzt jedenfalls mal vor. Könnte natürlich wieder sein,
weil wegen krank und so, dass ich da wieder nicht hinterherkomme. Aber hoffen wir mal, dass nicht. So, was haben wir denn eigentlich alles dabei? Ja, dann machen wir es nämlich auch mal so, dass das hier keine Werkzeugkiste mehr ist, sondern eine Rohstoffkiste. Also eine... Komm her. Ah, ich bin ja voll. Das flimmt da. So. Da schreiben wir jetzt hin. Jetzt muss ich hier komisch umgreifen. Boah, was ist das? Das sind... Erze. Nein, keine Erze. Rohstoffe. Jo, komm. Mit einem F. Rohstoffe. Oder hab ich es? Ich hab's in die Mitte geschrieben immer, gell, ja. Naja, was soll's. So. Rohstoffe. Und da ballern wir halt jetzt hier den ganzen Kram rein. Wie Rotstein. Wie ihren Ohre. Verarbeitetes Iron. Jetzt muss ich wieder hier so. Alter, nicht schön. Lapis könnten wir oben irgendwo hin machen. Gravel haben wir eine eigene Kiste. Ja, ne? Wer ist dann schon mal hier? Flint kann da von mir jetzt auch noch hin. Ist mir Wumpe. So. Erstmal alles weglegen hier. So, und dann nehmen wir das raus, was wir brauchen. Paper. Was mache ich mit Paper? Potato. Kommt auch noch irgendwo hin. Weiß noch nicht genau wo. Ach, Moment. Da kommt auch noch natürlich noch Kühlchen rein. Gehen wir dann dahin. So, weil Werkzeugekiste brauchen wir nicht, ja. Das ist absolut unnötig. Rotten Flash kommt hier auch mit rein. Oh, habe ich nicht gewusst, dass ich so eine Kiste hab. Tut mir leid. Interessant. Da kann auch ein Enderperle rein oder so. Und auch ein Papierchen. Slime. Passt hier eigentlich nicht, ne? Komm, da machen wir für Droppings. Also für Droppings aller Art. Machen wir dann... Diamant! Ich wusste es. Der kommt runter. Für Droppings aller Art machen wir dann... Ach, hier ist die Gravierkiste. Da nehmen wir das. Dann nehmen wir die Eimer hier raus. Boah, ey, jetzt wird es hier richtig ordentlich, habe ich das Gefühl. Da machen wir auch mal die Potato rein. Nee, die Potato nicht. Die Potato. Potato. Die machen wir da draußen ans Feld. Da, wo sie hingehört. So, Steinchen haben wir auch noch. Lapis kommt auch irgendwo hin. Das kommt dahin. Beziehungsweise dahin. Nein. Dahin. Alter, wir brauchen mal unbedingt Erde. Aber das bekommen wir hundertprozentig. So. Wir könnten unten rumgehen, aber ich muss eh da draußen ans Feld. Und außerdem haben wir ja die Dinger ausgeschaltet hier. Aber ich finde das mit der Beleuchtung eigentlich schon ganz schön. Muss sagen, da vorne fehlt eine Fackel. Aber trotzdem. Die Dynamic Lightnings, Alter. Von Minecraft selbst sind schon ganz gut. Aber da können wir eigentlich auch die Buckets hinmachen, weil wenn sie irgendwo hingehören, dann hier. Gehen wir mal ganz kurz rein. Nutzen wir mal diese... Oh, dieser wunderschöne Himmel, ey. Nutzen wir mal diese wunderschöne Nacht. Oh, wie geil, Alter. Okay, gehen wir mal in die Szenarien. Ist dann doch ein bisschen verpixelt. Das ist also wundergeil. Und Quatsch, ich liebe diese Himmel. Ich könnte jetzt hier noch eine halbe Stunde stehen. Geil. Einfach schön. Guck mal, wie schön Minecraft aussehen kann. Na, und das ist jetzt nur hier mit ein bisschen Texture Pack und so. Alter, regnet schon wieder. Fuck you, Minecraft. Ich mag Minecraft. Werfen wir uns mal hier noch ins Bett. Ich wollte eigentlich die Nacht durcharbeiten, wie gesagt, aber... Funktioniert ja jetzt wohl nicht. So. Hopp, komm, hör auf zu regnen. Danke. Boah, das wäre geil, wenn das im Real Life ging. Es regnet, man legt sich schön, pennt und dann ist wieder geiles Wetter. Das wäre richtig schön. So, komm.
YOLO. Geil. So, jetzt muss ich irgendwas wegwerfen, was ich nicht mehr brauche. Das ist Gunpowder, das ist ein Weed. Das ist 9 Inksack. Und ein Bogen. So, und jetzt, wenn wir uns beeilen würden. Komm, wir machen das mal so. Dann mache ich jetzt mal das Zeug hier rein, was ich jetzt irgendwie nicht brauche. Cool, das Gold. Kompass brauche ich. So, jetzt. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen umräumen. Wir müssen jetzt ein bisschen umbauen hier. Es wird ein bisschen... Hier unten habe ich übrigens auch noch was geplant. Ja, das wird dann so ein bisschen unterirdisch und so. Vielleicht machen wir da die Gänge von den kompletten Häusern, die hier noch gebaut werden. Weiß ich nicht ganz genau. Alter, was wir Kohle haben, ist auch nicht mehr feierlich. Ist echt verdammt viel, ey. Guck, jetzt können wir das hier alles so schön zusammen machen. Ist wunderbar. So. Und jetzt wird's lustig. Weil jetzt müssen wir hier nämlich alles per Hand einsortieren. Ist das eine Charcoal und so? Ist das unnötig, ey. Naja. Flint? Ja, und über was könnten wir erzählen? Ich habe vorhin schon über Lappen im Internet angefangen. Ja, finde ich gut. Also man könnte es ja hier so lassen, weil... Aber wir machen es lieber so. So. Ja. Denn es ist verwunderlich, wie viele Idioten im Internet sind. Echt, wie viele Trolls, wie sie da so gerne genannt werden. Oh, wieder französische Musik. Ich weiß nicht, was da ist los. Celtic and Folk. Parisien. Oh, schön. Ja, ne? So läuft das. Jetzt habe ich mich ja wieder ablenken lassen. Ich weiß es. Ich muss noch Chiller mitnehmen. So, jetzt aber. Boah, wieder umgreifen hier, Alter. Tier Droppings. Nennen wir es erstmal so. Ja, ich schreibe Dropping jetzt mit Doppel-P, weil es auch richtig ist. Bitch. Das ist doch das, oder? Nee, ist es nicht. Cool. Jetzt ist peinlich. Fuck. Nein! Falsche Reihe. Inks. Da bin ich wieder. Inksex kommt da auch rein. Ja, ich weiß, Paper ist jetzt kein Tier-Dropping, aber... Nee, Wumpe. So. Jetzt wird aber wirklich angefangen zu reden. Und zwar, ihr kennt das ja, wenn man irgendwo ist, im Internet unterwegs ist, einfach nur auf YouTube unterwegs ist und dann in die Kommentare guckt und da gibt's immer wieder so Vollidioten, ja, da gibt's immer wieder so richtige Pfosten, die... Meinen sie, wenn hier die Größten und so... Der passt da gar nicht hin. Wie meinen sie, wenn die Größten, nur weil sie anonym im Internet irgendjemanden beleidigt haben? Finde ich absolut lächerlich. Ja. Ich meine, das kann ja schon in Richtung Cybermobbing gehen. Obwohl das jetzt nicht irgendwie ist, wenn bei Kronk oder Sarazar oder bei sonst irgendeinem großen YouTuber irgendeine Vollpfosten drunter schreibt. Sondern es geht wirklich... Nee, dann machen wir das auch wie, so wie auf der anderen Seite. Sondern es geht wirklich um die kleinen YouTuber, BZW, um die einzelne Person halt auch, Facebook oder so. Dann immer sonstige Droppings. Ich nenne das übrigens Dropping. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Aber alles, was hier halt gedroppt wird, sind Droppings. Ist so. Gunpowder kommt da auch mit rein. So. Schön. Es wird. Ja. Jedenfalls. Ich dachte viel jedenfalls, ne? Es war Monkey Island. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie ihr es hört oder so. Aber es dürfte reichen. Ja. Es ist halt so, dass es...
in meinen Augen völlig bescheuert ist. Ja, im Internet irgendjemandem was zu sagen. Also wenn ich einem was zu sagen habe, dann sage ich dem das ins Gesicht, fertig ab. Mach da nicht jetzt irgendwie so im Internet rum oder so. Ich gehe da zu der Person hin und sage es dann. Ich meine, es ist jetzt noch nicht wirklich vorgekommen, dass ich gedacht habe, Arschloch, was ist da los? Sondern es geht einfach so ums Generelle. Es ist einfach immer besser, wenn man mit einer Person persönlich redet und so. Ist egal, um was es geht. Es können Lappalien sein, bis hin zu einem Vorstellungsgespräch etwa. Da ist es auch immer besser, wenn man persönlich hingeht. Zum Vorstellungsgespräch, logischerweise. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Einfach immer den persönlichen Kontakt suchen. Ach, da war noch Stein drin. Für was haben wir den ganzen Stein gebrannt? Naja, manchmal frage ich mich da auch gar nicht mehr. Die muss weg. Ich habe da so ungefähr eine Idee im Kopf. Die muss ich jetzt irgendwie versuchen umzusetzen. Sagen wir mal... Boah, ich habe ja eine Idee im Kopf. Ja, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr selbst Minecraft spielt. Dann kennt ihr das wahrscheinlich... Dass man da eine Idee im Kopf hat, aber nicht weiß, wie es aussieht. Ach komm, YOLO. Das ist auch so dämlich, ey. Ich benutze YOLO nur dann, wenn ich mich drüber lustig mache. Und das ist relativ häufig. Nee, aber ohne Quatsch, dieses YOLO-Kack-Ding passt genau dazu, ja. Das ist doch wirklich nur, um sich zu entschuldigen, um dumme Sachen zu machen. Wie zum Beispiel einfach mal während der Aufnahme Licht anmachen oder so. Voll YOLO. Nee, ist wirklich so. Also ich bin da kein Fan von diesem ganzen YOLO-Kack da. Oder Swag-Scheiße. Das sind allermeistens genau die, über die ich gerade eben vorhin geredet habe. Ah, so lächerlich, ey. So. Oh, spanische Musik. Oh, das war Französisch, tut mir leid. Muss er wieder das spanische Rede? Was ist das für eine Musik? Tango de Massana! Langsam kann ich die Kacke auch auswendig, ey. Was wollte ich gerade mitnehmen? Zäunchen haben wir. Oakwood Slabs. Die Oakwood Slabs. Ja, ist ziemlich awkward, das Ganze. Designs können da wieder rein. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, deshalb kann ich nicht so viel labern. Also über solche Sachen labern. Da müssen wir mal wirklich, wenn wir am Dach arbeiten oder so. Da müssen wir wirklich über so ein Thema reden. Bedanken ist auch so eine Sache, die macht auch keiner mehr. Das ist auch total out geworden mittlerweile. Muss was trinken, Moment. Bin noch nicht so hundertprozentig fit. Hab leider keinen Kaffee, wie gesagt. Oh Gott, deshalb muss ich jetzt mal warmes Cola nehmen. Auch Koffein drin. Sagt man jedenfalls. Tja, so ist das. Mit diesem Koffein. Scheißsucht. Nein, so schlimm ist es wirklich nicht. Also ich trinke in der Woche 3-4 mal Kaffee, so ist nicht. So, geh mal rüber. Ich weiß nicht, irgendwie auf dem Weg zum Haus, also zum Lagerhaus, benutze ich den Gang unten und zurück laufe ich normal übers breite Feld. Aber naja, ups, gibt's Schlimmeres. Nee, bedanken ist auch so total out oder so. Ah, verdammt, den da wollte ich noch mitnehmen, genau. Ich habe gewusst, da ist was. Ist noch was? Ach, das ist schön. Vor allem, auf meinem Kopfhörer ist es ja jetzt... Singe ich im Kanon sozusagen. Im Duett, nicht im Kanon. Ich habe das da irgendwie mit diesen komischen Zäunchen. Chin-chin. Das sieht kacke aus, ne? Ach was, das sieht gut aus. Scheiß Schleime, ey. Alter, fuck, das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Scheiße. Jetzt ist die Decke wieder zu klein. Gucken wir mal ganz kurz, wie das hier aussieht. Auch geil.